Hallo, hier bin ich wieder, euer Thomas Klein mit dem Telefonakquise-Tipp Nummer 2, also Nummer 2. Und der ist Fehler, Ausrufezeichen, Leitfaden. Ja? Was meine ich damit? Leitfaden ist ein wichtiger Bestandteil einer jeden Kampagnenkonzeption und ja, dem stimme ich auch soweit zu. Rein technisch gesehen, aber der wichtigste Punkt hierbei ist, den man nicht übersehen darf, ist, dass viele sich sehr zu stark an diesen Leitfaden klammern. Ja? Und das spielt eigentlich auch wieder in dieses Phänomen rein, dass man verkennt, dass Verkaufen oder ganz besonders Telefon- und Kaltakquise letztendlich, das habe ich auch bei meinem Kaltakquise-Video schon mal erwähnt, ist verwechseln, dass diese Tätigkeit, was mit Präsentieren und Erzählen, möglichst viel Präsentieren über das Produkt, die USPs, wer ich bin, wer meine Firma ist, etc. zu tun hat. Und das ist eben komplett verkehrt. Es geht mehr darum, den Painpoint, also den Gesprächspartner, meinen potenziellen Kunden reden zu lassen und hier auf die richtigen Painpoints, seine aktuellen Schmerzpunkte herauszufiltern, herauszukitzeln und mit offenen Fragenstellungen ihn dazu zu bringen, dass er möglichst viel erzählt. Ja, hier gilt das Pareto-Prinzip 80-20, das heißt 20% maximal soll ich reden, ja, und 80% mein Gesprächspartner. Ja. Und wenn ich jetzt zum Thema Leitfaden zurückzukommen, ja, das kann der teuerste Fehler sein, das kann nicht teuer zu stehen kommen, wenn du einfach akribisch, und das machen Neulinge sehr gerne verkehrt, sich an diesen Leitfaden klammerst, ja, und ihn vielleicht noch abliest und unbedingt den abarbeiten willst, ja, am besten noch von oben nach unten, ja, dann geht das ganze Ding, sagen wir mal, zu 95-99% in die Hose, ja. Und du wirst wahrscheinlich dann dazu neigen, dass du deinen Gesprächspartner unterbrichst, ja. Und wenn du das ein, zweimal gemacht hast, dass du ihn unterbrichst, während er gerade so richtig im Gesprächsfluss war und dir alles Mögliche erzählen wollte, über seine Pain, Schmerzen und alles, ja, Bedarf und was weiß ich, dann war es das mit der Qualität dieses Gesprächs, ja, und alles, was danach folgt. So, das war mein zweiter Tipp, ja, und der dritte folgt zugleich. Bis gleich. Tschüss.